Ich möchte mal davon ausgehen, dass nicht Norbert Hofer ein anderer Freiheitlicher ist, als er es vorher war, sondern dass er von vielen auch, wie es manchen Freiheitlichen passiert, einfach in ein Eck hineingestellt werden, wo wir nicht hingehören. So gesehen würde ich sagen, gibt es viele Freiheitliche vom Typ des Norbert Hofers. Danke.